mein Name ist Diana 80. Herzlich willkommen beim Kunstverkauf 80 Podcast mit der Nummer 167. Heute komme ich zu den 6 Fehlern bei einer Bewerbung im Fachbereich der freien Kunst und Malerei. Und zwar geht es um ein Studium. Der erste Fehler ist, dass die Akademie, die Uni oder die Kunstakademie, die ich mir ausgesucht habe zu meiner Bewerbung, kein Kunstmarketing anbietet. Das ist in der heutigen Zeit nicht verzeihbar. Warum? Ganz einfach. Ich muss als Künstlerin, als Künstler lernen, wie ich meine Kunstwerke verkaufe, wie ich die anbiete. Und das sollte eine Akademie, so wie meine Kunstakademie Berlin 80, das gewährleisten für Studierende. Fehler Nummer zwei ist, dass die Dozenten wenig Zeit haben und dann noch ein Volkshochschulniveau bei der Unterrichtsgestaltung anbieten und kein Universitätsniveau. Warum? Das ist ganz wichtig, um die Fehler, die sich einschleichen bei dem Malen, beim Zeichnen lernen, um die schnell genug wegzubekommen. Denn wir alle wollen ja keine Darstellungskrisen haben. Als Künstler, als zukünftige Künstlerin und Künstler, also muss der Unterricht auf einem Universitätsniveau stattfinden. Dann gibt es den Fehler Nummer 3, die schlechte Kunstmappe. Weil ich mich nicht informiert habe oder keinen Menschen getroffen habe, der mir sagen kann, was da reingehört. Da kann ein Mappenkurs helfen. Auch Mappenkurse bieten wir übrigens an. Oder ich biete diese Mappenkurse an. Nummer 4. Dieses Studium sollte Verkaufsstrategien anbieten, und zwar für meine eigenen Kunstwerke, um die zu verkaufen. Und das langfristig, das heißt also ab dem gewissen Niveau, wenn ich sozusagen schon ein Konzept fertig habe von Bildern, dann muss ich auch lernen, wie ich Instagram, Facebook, Twitter oder auch Pinterest und auch YouTube bediene, beziehungsweise welche Inhalte ich dort hochstelle oder welche Multimedia-Strategien es gibt. Und wenn ich mich damit nicht beschäftige innerhalb des Studiums, bleibe ich sozusagen auf der Strecke und verdiene mit meiner Kunst kein Geld. Die schlechte Kunstmappe Nummer 5 kann natürlich auch ein Problem werden, und zwar, wenn ich nicht weiß, was die Dozenten und Professorinnen an der jeweiligen Hochschule oder auch an der Akademie oder Universität möchten. Das heißt, ich brauche Menschen, Mentoren, so wie ich zum Beispiel, die genau sagen kann, an der und der Uni in Weißensee kann man freie Kunst studieren, an der Universität der Künste kann man freie Kunst studieren oder auch an der HGW in Leipzig oder auch in Hamburg oder auch in anderen großen Städten. Was wollen die Professoren und Dozenten dort? Und das muss der Person bekannt sein, die diese Mappenvorbereitung zum Beispiel macht. Dann haben wir noch Nummer 6, abschließend der Punkt, der 6. Fehler. Faulheit tötet jede Kunstkarriere. Das heißt, wenn ich faul bin und mich nicht um meine Mappe kümmere oder nicht genug Engagement habe, wenn ich sozusagen schon einen Studienplatz ergattert habe oder dabei bin und das dann schleifen lasse und keinen Abschluss mache, dann wird es auch keine Karriere geben. Denn es gibt genug Studienabbrecher, die es nicht geschafft haben, über dieses Abbrechen hinwegzukommen. Weil das stellt ein psychologisches Manko dar und dieses Manko muss man bearbeiten. Und da kann man sich nicht zurücklehnen und sagen, oh, trotzdem alles schön. Nein, so einfach funktioniert Psychologie nicht. Das hat es schon in sich. Also da würde ich raten, mit Fleiß an die Sache und mit Motivation an die Sache. Und fangt es bitte nur an, wenn ihr es auch wirklich machen wollt. Ja? Also wer moderne Kunst studieren möchte und Malerei, der sollte sich auch dahinter klemmen und auch seinen Traum umsetzen und alles für die Umsetzung tun und sich auch nicht abschrecken lassen von gemeinen Fragen aus der Familie oder auch von Fragen,
Fragen aus anderen, aus dem Umfeld, aus dem freundschaftlichen Umfeld. Denn auch da versucht man ja immer, demjenigen das Sichere zu verkaufen. Das Problem ist aber, dass bestimmte Personen, die für Kunst geeignet sind, mit einem sicheren Job gar nichts anfangen können. Die wollen nicht im Büro sitzen und wollen immer nur ackern, ackern, ackern. Das können die gar nicht. Die brauchen Input ins Gehirn. Das heißt also, die müssen sich mit ganz anderen Dingen beschäftigen, damit auch alles schick und schön ist. Ja? Und es geht nicht so, dass man einfach sich so, überzeugen lässt, weil man irgendwann dasteht und dann Kunstlehrer geworden ist und bereut, dass man nicht freie Kunst studiert hat. Das ist dann leider so. Ja? Also man kann, wenn man die Träume nicht auslebt, weiß man nie, wie weit man kommt. Und dann kann man auch nicht mehr davon träumen. Weil das ist eine Vorstellung, aber es ist nicht realisiert. Ja? Also sollte man auch seine Träume umsetzen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir bitte Likes, Abonnements für meinen Kanal und schreibt mir auch gerne eure Fragen oder Kommentare. Und wie seht ihr das mit der Malerei? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Also bis dann, eure Diana 80. Tschüss!